Ja, hallo, ich bin's mal wieder, euer Frank, und heute komme ich zu dem Spiel North American Railways aus dem Jahr 2016 von Pierre Sylvester, rausgekommen damals im Spielbox Verlag. Das Spiel ist gedacht ab 3 Personen bis 5 Personen, also wir gehen nicht zu zweit und auch nicht solo. 12 Jahre plus, 45 Minuten und viel länger dauert es auch nicht. In diesem Spiel sind wir alle quasi wohlhabende Unternehmer, die in Eisenbahngesellschaften investieren, indem wir Aktien dazu kaufen. Also es ist aber kein Aktienhandelsspiel, die wir kaufen und verkaufen. Wir können nur Aktien dazu kaufen und auch die Streckennetze erhöhen, indem wir dann neue Städte anschließen. So, die Regeln: zweisprachig, Deutsch, Englisch. Es sind auch nur insgesamt 8 Seiten, also nicht allzu viel. Und die Regeln selber sind eigentlich ab Seite 5, 6, 7, 8. Das sind die Regeln. Der Rest davor ist Aufbau und das Material. Also es sind auch wenig Regeln. Wir haben die Aktien, das sind diese hier, die Shares. Die kann man dann später kaufen in diesen 5 Farben. Von jedem Share gibt es dann 6 Stück. Das sind die dazugehörigen quasi nicht Spielerfarben, sondern die gehören zu den Aktien. Derjenige, der nämlich dann quasi eine Aktie hat, bekommt immer eine Lok, also der die Mehrheit hält. Dann gibt es noch ein bisschen Geld. In diesem Spiel geht es darum, wer am Ende das meiste Geld hat, hat gewonnen. Das sind dann die Städte, auch in Kartenform. Wie gesagt, alles ist ein Kartenspiel, alles in Kartenform, kein Brett. Und hier kann man sich auch dann auch später den einzelnen Gesellschaften neue Sachen dazu kaufen, damit die dann noch mehr Geld produzieren und dann nochmal auch mehr Gewinn ausschütten. Eine Lok, wer gerade Startspieler ist, das ist so kleine Karten, was dann anschließend zu den einzelnen, quasi das Startteil für die einzelnen Firmen, wenn die das erste Mal gegründet werden. Das war es auch schon am Material. Und wie gesagt, in dem Spiel macht man einmal Geld und ganz am Ende macht man auch nochmal Geld. Da geht es dann um diese Symbole. Also ganz am Ende kann man auch nochmal richtig viel Geld machen. Also das kann dann mehr als die Hälfte sein, was man am Ende nochmal macht. Aber wie gesagt, im Spiel braucht man auch Geld, um dann was machen zu können. Und das Interessante ist, man entscheidet sehr oft selber, wie viel Geld man in die Firma investieren möchte. Und investiere ich viel, habe ich zwar selber weniger Geld, die Firma hat aber mehr Geld und kann dadurch wieder mehr Städte dann anschaffen, was dann wieder positive Sachen, dann wieder mehr Geld für die Firma bringt, also auf alle Aktienbesitzer mehr ausschüttet. Wenn man aber das Geld dann wieder zusammenhält, kann es sein, dass eine Firma dann natürlich ziemlich wenig hat und dann auch nicht mehr viel kaufen kann im Spiel. Also das ist dann, muss man sich dann selber überlegen, wie man es dann machen will. Ja, das einmal kurz dazu. Und ja, wie gesagt, ich hatte gesagt, sind dann ja diese Farben hier. Ich muss mal eben austauschen. Es gibt natürlich Rot, das kommt was dann hier besser dazu. Ja, das ist dann so ganz kurzer Überblick über das Spiel. Wie gesagt, ist ein schnelles Spiel, kein armfüllendes Spiel. Das kann man mal schnell nochmal als zweites spielen, wenn man mal Lust hat. Das ist dann auch schnell durch. Ja, dann komme ich einmal kurz zum Aufbau und dann so die einzelnen Sachen, wie das so funktioniert. So, kommen wir erstmal zum Aufbau, der ist wirklich auch sehr, sehr schnell gemacht. Also, wir fangen an mit den Aktien. Es ist so, dass wir erstmal alle Aktien mischen. Die oberen beiden Aktien werden einfach aus dem Spiel genommen. Das heißt also, 2 Firmen spielen entweder mit weniger Aktien, vielleicht sogar eine spielen mit 2 Aktien weniger. Die restlichen Aktien werden dann so ausgelegt, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Also hier 2, 4, 6, 7 und das sind dann 4, also 7 so und 4 so. Hier alle Städte spielen mit in diesem Fall und das sind dann einmal 9 Stück hier runter und 4 Stück so und wie gesehen, alle dann so ausgelegt. Das ist schon mal alles offen und dann weiß man schon mal, wie es soweit aussieht. Dann das nächste. Wir haben dann hier, jeder Spieler bekommt noch Geld. Bei 4 Spielern sind das 1.700, bei 3 Spielern 2.700 und bei 5 Spielern bekommt jeder 1.400 Geld. So, dann wird der Startspieler bestimmt. Der Startspieler ist dann das hier, der bekommt dann die Lok. Und ja, der wird dann einfach bestimmt und der bekommt dann den Startspielerstein. Dann wird noch bereitgelegt das restliche Geld, das wird dann hier. Das sind die 100er, 200er, 500er und 1000er. Es gibt kein anderes Geld. Wir haben noch diese Redwood-Dinger. Das sind quasi die kleinen Startsachen. Wenn eine Firma gegründet wird, wird bereitgelegt. Und ebenfalls alle Loks, wenn
ebenfalls bereitgelegt, wenn eine Firma gegründet werden, kommt diese ins Spiel. Ja, nachdem das alles gemacht worden ist, wirklich ruckzuck gemachter Aufbau, kann das auch schon losgehen. Dann komme ich jetzt immer zum Spielablauf, was da so passiert, und dann anschließend gehe ich mal die einzelnen Sachen so durch. So, dann werde ich mit dem Spielablauf mal anfangen. So, kommen wir mal zum Spielablauf. Der ist auch wirklich ziemlich einfach. Und das erste ist immer, das gemacht wird am Anfang, ist dann Aktien kaufen. Wie gesagt, nur kaufen, man verkauft keine Aktien, also man vermehrt seinen Aktienbesitz. Beginnt mit dem Startspieler, kauft der Spieler eine Aktie, und zwar kann er immer nur, wie gesagt, von unten kaufen, und dann anschließend ist der nächste Spieler dran und das geht dann einmal in der Runde und das war's. Die zweite Sache, was danach kommt, ist dann Städte kaufen. Ich habe ja Aktienbesitzer und bin dann quasi Mithaber einer Firma. Und wenn ich dran bin, kann ich einer Firma eine Stadt kaufen. Und wie gesagt, das geht dann so lange in der Runde, wie wir beginnen mit den Startspielen, dann ist der nächste und so weiter, bis kein Spieler mehr was kaufen will. Das heißt also, wenn man passt, ist man raus. Solange man nicht gepasst hat, ist man immer wieder an der Reihe und kann eine Stadt kaufen. So, und das letzte ist dann Einkommen erhalten. Anschließend bekommen die Spieler nochmal quasi Dividenden von den einzelnen Firmen. Und danach beginnt die neue Runde. Und was ist schon mal ganz gut, man sieht immer, es ist nicht ein Spieler, der spielt dann alles durch, sondern jeder Spieler ist in jeder Phase immer dran. Also man ist quasi immer im Spiel. Man ist nicht so, dass man sich erstmal abschalten kann, ein, zwei Minuten. Nein, nein, ich bin immer wieder sofort dran in diesem Spiel, was schon mal ganz gut ist. Gut, das war eben ganz kurz der kurze Überblick von dem Spielablauf. Und jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Sachen, wie das so funktioniert. So, kommen wir jetzt zur ersten Sache. Das ist, der Spieler muss eine Aktie kaufen, wenn er dran ist. Und da kommen wir jetzt mal hierzu. Welche Aktie darf er kaufen? Er darf nur immer die unterste kaufen. Nicht das zum Beispiel so. Dann könnte er jetzt diese oder diese Aktie kaufen. Also immer von der Reihe die unterste. Also nicht von der Spalte, dann die unterste. So, er kauft jetzt das erste Mal eine Aktie von einer Firma, die noch nicht ins Spiel ist. Das ist die erste Möglichkeit. Zum Beispiel, er sagt, er ist jetzt die gelbe Aktie, ist noch nicht im Spiel und die will er jetzt eröffnen. So, er nimmt dann die Aktie an sich und anschließend legt er dann dieses Plättchen oder dieses Kärtchen aus mit einem entsprechenden Log dazu. Das ist quasi der Startort. So. Was passiert noch? Der Spieler muss jetzt Geld bezahlen, und zwar muss er das Geld jetzt in die Firma zahlen. Wie macht er das? Der Spieler nimmt sein Geld in die Hand und jetzt ist er frei in der Entscheidung, wie viel er zahlt. Er muss mindestens 100 zahlen, er kann aber auch mehr zahlen. Da muss aber jeder Betrag immer um 100 höher sein, also 100, 200, 300. Was anderes dazwischen gibt es nicht. So, sagen wir mal, der Spieler hat das freie Wahl, er zieht, sagt, er will jetzt 500 in die Kasse zahlen, dann wird er jetzt hier die 500 in die entsprechende Firma einzahlen. Das Geld ist jetzt da. Er hat die Aktie auf die Hand und das restliche Geld, was er noch hat, legt er wieder zurück. So, das war quasi, wie ich eine neue Firma gründe. Und jetzt kommen wir gleich mal dazu, wenn ich schon Direktor einer Firma bin, wie es dann funktioniert. Ich vergaß ganz kurz, was auch ganz wichtig ist, dass ich da noch ein zweiter Log ist. Wenn ich das erste Mal eine Firma gründe, dann bin ich ja automatisch der Präsident der Firma und dann wird diese Log ebenfalls zu mir, zu meiner Aktie gelegt, damit klar ist, dass ich der Präsident bin. So, dann kommen wir gleich zur nächsten Sache. So, die zweite Sache, ich will als Präsident, das wäre ich jetzt hier im Fall, noch eine Aktie dazukommen. Wie gesagt, auch hier, ich kann immer nur von unten kaufen. Ist da unten jetzt keine, kann ich auch keine dazukaufen. Aber in diesem Fall liegt hier eine Aktie aus. Das heißt also, ich könnte jetzt eine Aktie dazukaufen. Als Präsident bin ich jetzt aber verpflichtet, 1.000 in die Gesellschaft zu investieren. Ich kann nicht weniger investieren, ich kann nicht mehr investieren. Es müssen 1.000 sein, also für den Festpreis für diese Aktie. Dieses Geld, wenn ich das machen will, wird dann aufgeteilt in zwei 500er. 500 würden dann in die entsprechende Kasse gehen. Die anderen 500 würden dann in die Bank gehen. Die steht also dem Aktiengesellschaft nicht zur Verfügung. Und ich würde dann anschließend diese Aktie bekommen und diese dann zu meiner
dazulegen. So funktioniert das, dass, wenn ich dann schon Aktienbesitzer bin und also der Präsident bin und eine Aktie dazu kaufen will. Wie gesagt, das ist dann richtig teuer. Und dann kommen wir gleich noch zur dritten Sache, die wir haben, wenn ich nicht Präsident bin. So, kommen wir jetzt zur zweiten Sache. Ein Spieler möchte eine Aktie kaufen von einer Gesellschaft, die sich schon im Besitz von anderen Spielern befindet. So, in diesem Fall sahen wir die Gelbe, die liegt gerade unten, und er möchte die Gelbe jetzt kaufen. Jetzt muss er, wie auch wenn eine neue Aktie erstmal eröffnet wird, auch wieder einen Betrag bieten, 100 bis nach oben offen. Er darf aber nur maximal so viel Geld bieten, wie er auf der Hand hat, das heißt also nur 400, darf er nicht über 400 bieten. So, jetzt sagt er, er möchte ganz gerne diese Aktie für 400 erwerben, das Geld hat er noch auf der Hand. Und jetzt wird erstmal der Präsident gefragt, möchte ich die Aktie selber für den Preis kaufen oder sollst du sie kaufen? Machen wir die Möglichkeit 1, er sagt, ich möchte die Aktie nicht kaufen, was passiert dann? Dann würden die Hälfte von dem gebotenen Geld wird wieder in die Firma gehen und die andere Hälfte geht in die Bank. Anschließend nimmt dann der Spieler die Aktie und wenn der Spieler jetzt genauso viele Aktien hat, wie der Spieler, der momentan Präsident ist, dann würde er die Präsidentschaft übernehmen. Also in diesem Fall muss ich nicht mehr haben, ich muss nur genauso viele haben. Das ist die erste Möglichkeit. Ist das gemacht worden, ist sein Zug beendet. Möglichkeit Nummer 2. Der Präsident sagt, ich möchte selber für dieses Geld anschließend oder diese Aktie kaufen. Was passiert dann? Dann werden ebenfalls wieder vom Präsidenten aus 400 muss er bezahlen, 200 in die Kasse gehen und die 200 gehen dann an den Spieler, der die Aktie kaufen will, also nicht in die Bank. In diesem Fall würde dann der entsprechende Spieler, der jetzt Präsident ist, die Aktie nehmen und der Spieler, der jetzt die Aktie angeboten ist, weiter am Spiel. Er hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte gar nichts mehr machen. Er kann aber jetzt die nächste Aktie nehmen und versuchen, diese ebenfalls zu kaufen. Wie gesagt, nach diesen drei Möglichkeiten, die es gibt, entweder neu eröffnen, eine eigene Aktie dazukommen, wenn ich Präsident bin, oder wenn ein anderer das hat, ebenfalls wieder dem Präsidenten ein Angebot machen. Wichtig, habe ich eine gelbe Aktie angeboten, darf ich nicht nochmal in der gleichen Runde eine gelbe Aktie versuchen zu kaufen. Das geht nicht. Also jede Farbe, die ich in dieser Runde schon einmal probiert habe zu erwerben, darf ich nicht ein zweites Mal versuchen zu erwerben. Ich kann das so lange machen, solange hier unten noch Aktien auslegen, deren Farbe ich noch nicht probiert habe zu erwerben. Und wie gesagt, liegen da keine mehr und ich kann das wie gesagt jedes Mal machen, wie zum Beispiel grün ganz genauso, wird die von anderen weggekauft, habe ich die nächste Möglichkeit zum Beispiel, dass ich diese noch verkaufen kann. Und wie gesagt, geht so lange, bis ich entweder selber eine Aktie kaufe oder ich kann keine von diesen offenen liegenden Karten mehr anbieten, weil ich alle schon einmal angeboten habe zu übernehmen. Oder die dritte Möglichkeit, ich möchte einfach gar nichts mehr machen und passe einfach. Aber wie gesagt, mindestens einmal muss ich anbieten. Das ist eine wichtige Sache. So, das waren schon die drei Möglichkeiten mit dem Kaufen. Und dann kommen wir gleich mal zu ein, zwei Ausnahmen, wenn ich nicht genug Geld habe. So, kommen wir mal zu zwei Ausnahmen. Ausnahme Nummer 1, der Spieler hat kein Geld. Dann bekommt er einfach aus der Bank 200 Geld und dann Zug ist beendet. Möglichkeit Nummer 2, es liegen hier nur Aktien, von denen ich selber der Präsident bin. Also ich müsste als Präsident jetzt 1000 Geld bezahlen. Das ist ein sehr interessanter Mechanismus, da kann man auch gut mit arbeiten. In diesem Fall muss ich nämlich nur alles zahlen, was ich an Geld noch habe. Zum Beispiel habe ich noch 400, dann würde ich jetzt einfach diese 400 nehmen. Die Hälfte gehen in die Firma und die andere Hälfte geht jetzt dann wieder in die Bank. Ich muss dann alles abgeben, bekomme dann anschließend die Sache und das ist dann gut. Und dann gibt es natürlich dann auch, was passiert dann anschließend, wenn ich eine ungerade Zahl habe, nur 500. Das ist auch ganz klar geregelt. Dann geht nämlich aufgerundet das in die Bank und die andere, also 300 bei 500, gehen dann 300 in die Gesellschaft, so rum ist es richtig, und 200 würden dann in die Bank gehen. Die dritte Möglichkeit, es gibt keine Aktie mehr.
In diesem Fall endet das Spiel sofort und es kommt sofort dann zum... Und in diesem Fall ist der Aktienhandel sofort beendet und es geht dann anschließend mit der nächsten Sache dann gleich weiter. Also Aktienhandel gibt es dann nicht mehr. Das kann ja auch ein Spieler schaffen, der zum Beispiel zwei, dreimal in einer Runde was anbietet. Dann liegt da oben nichts mehr, dann ist der Aktienhandel auch sofort beendet. Wie gesagt, sobald hier nichts mehr liegt, Aktienhandel beendet, es geht mit der nächsten Sache weiter. Gut, das waren jetzt so die Sachen. Und wie gesagt, da gibt es auch nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die sieht man auch ganz gut hier auf Seite 6, ist eigentlich ganz gut beschrieben. So, gut, das einmal kurz zur ersten Sache und dann kommen wir gleich zur Phase 2, zu den Städten kaufen. So, die nächste Sache, wieder beginnend mit dem Startspieler, werden jetzt quasi Städte zu den Firmen dazu gekauft. Wie funktioniert das? Der Startspieler fängt an. Er kann eine von den offenen ausliegenden untersten Städten nehmen, liegt das zum Beispiel so. Dann könnt ihr jetzt diese oder diese wählen. Hier geht es auch wieder um die entsprechenden Spalten. So, der Spieler ist dran und nimmt sich jetzt aus einem, wie gesagt, nur von der, wo er Aktien hat. Zum Beispiel hat er nur gelbe Aktien, dürfte er nur für die gelbe Stadt was kaufen. Hat er mehrere Aktien, kann er dann auch für die verschiedenen Firmen was kaufen. Aber er ist jetzt dran und sucht sich jetzt für eine Firma in diesem Moment was aus. Sagen wir mal für gelb. Dann guckt er nach, wie viel hat denn Gelb überhaupt hier im Firmenvermögen. Diesmal geht es dann nämlich um das Firmenvermögen. Und er sagt, okay, er will jetzt New York kaufen, dann würde er jetzt New York dazu kaufen. Er würde dann jetzt hier das entsprechende Geld bezahlen. Die 1000 kommen dann weg und dann bekommt er dann 400 zurück. Und 2, 3, 4, er bekommt dann 400 zurück, das geht dann wieder zurück. So, und dann legt der Spieler anschließend die Aktien um 90 Grad gedreht, zum Beispiel so rum hin, wenn er sie vorher so hatte wie hier. Denn wichtig ist, in einer Runde kann ich maximal ein einziges Mal für jede Firma, die ich besitze, eine Stadt kaufen. Danach ist der nächste Spieler dran. So, eine Firma kann natürlich nur eine neue Stadt kaufen, wenn er auch entsprechend genügend Geld hat. Hat er nicht genügend Geld, kann der Spieler auch entsprechend keine Stadt mehr dazu kaufen. Ganz wichtige Sache. Nummer 2, ganz wichtige Sache, schon mal gekauft, darf er nicht neu kaufen. Er darf aber dann für die Firma, die er noch in Besitz hat und noch keine gekauft hat, eine Stadt kaufen. Ganz wichtige Sache. Wie gesagt, haben jetzt natürlich mehrere Spieler Aktien von einer Firma. Zum Beispiel Gelb würde bei 3 Firmen liegen. Dann könnten hier auch eventuell 3 neue Städte dazukommen. Wichtig, was man aber wissen muss, bei dieser Phase, dass man, wenn man vorher natürlich beim Aktienkauf hier nicht Geld investiert hat, dann kann diese Firma natürlich auch nicht mehr großartig investieren. Sie investiert ja nur mit dem Geld, was dann hier ist, ist eine wichtige Sache. Gut, das einmal zu den Kaufen, zu dem Prinzip des Kaufens. Wie gesagt, das geht so lange, bis keiner mehr will oder keiner mehr kann. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Sache. Ich muss ja auch mal Geld haben. Wie funktioniert das? So, kommen wir jetzt einmal zum Einkommen. Und das machen wir jetzt mal folgendermaßen, dass wir uns jetzt mal das hier angucken mit Geld. Das ist jetzt Geld. So, jetzt sieht man hier, haben wir die grünen Zahlen, 500 Geld. Das heißt also, die würden erstmal 500 Geld bereitstehen. So, die zweite Sache, die wir machen, ist jetzt mal, wir gucken jetzt nach, wie viele Spieler haben denn überhaupt jetzt Aktien. Sagen wir mal, 3 Spieler haben davon Aktien. Dann wird dieses Geld natürlich unter den Aktienbesitzern aufgeteilt. Erstmal gleichmäßig. Jeder Spieler wird jetzt erstmal 100 bekommen. So, in diesem Fall, wenn es sogar 600 hätte, dann geht jeder Spieler 200 bekommen bei 600. Dann wäre es aufgeteilt und das wäre dann jetzt zu Ende. Das ist, wenn das genau aufgeht, die Firma würde also nichts bekommen. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten nur 500 statt 600. Das wären ja auch nur 500. Was passiert da mit den restlichen 200? Der Präsident würde dann 100 noch dazu bekommen als Präsident und das restliche 100 würden dann zurück in die Firma wandern.
Wie gesagt, nur was übrig bleibt, bekommt die Firma, alles andere wird aufgeteilt. Sind das zum Beispiel bei 400, dann würde das ganze Geld verschwinden. 100, 100, Präsident, 100 plus 100 extra. Und wie gesagt, und was dann noch überbleibt, was dann nicht verteilt werden kann, das kommt dann in die Firma rein. Sind das zum Beispiel 800, dann würden hier natürlich jeder 200 bekommen. Und das wären schon 600, 100 extra für den Präsidenten und 100 rein. So wäre das immer gemacht. Wie gesagt, erst versuchen alles aufzuteilen, Restbestände gucken, 100 bekommt der Präsident, was dann noch als Rest ist, geht in die Firma. Und so sieht man schon, dass gar nicht mal so viel an Dividenden in die Firma kommt, dass man neu was kaufen kann. Das meiste geht nämlich auch immer in die entsprechenden, quasi in das Geld von den Spielern. Und auch hier sieht man, je weniger Spieler quasi die Sache von einer Aktie haben, je mehr Geld geht an die Spieler und je weniger bleibt ja dann nicht mehr viel über. Man kann ja dann auch quasi, wenn man 900 hat durch 2, kann man das besser aufteilen als 900 durch 5, ist klar. Dann würde natürlich dadurch bei weniger Spielern auch immer weniger Masse in der quasi in der Firma landen. Das muss man auch immer ein bisschen mit berechnen, denn man muss ja auch immer sehen, dass man noch was dazu kaufen kann für die einzelnen Firmen. So, das ist doch das Einkommen, auf was man achten muss. Und jetzt kommen wir gleich mal zur nächsten Sache, nämlich schon zum Spielende. So, ganz kurz am Ende vom Einkommen noch. Ist alles Einkommen erledigt worden, dann wird die Lok jetzt weitergegeben und zwar im Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler. Der ist dann in der nächsten Runde dann der Startspieler. Wie gesagt, die geht immer am Ende vom Einkommen zum nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weiter. Gut, das einmal noch dazu und dann kommen wir gleich mal zum Spielende. So, jetzt kommen wir einmal zum Spielende. Das Spiel kann auf drei Phasen enden. Erstens. Hier ist keine Aktie mehr da zum Kaufen. Das Spiel endet am Ende vom Einkommen. Hier, es ist keine Stadt mehr ausliegend. Alle sind verkauft worden. Das Spiel endet am Ende vom Einkommen. Dritte Möglichkeit, es wurde in dieser Runde keine Stadt gekauft. Ebenfalls dann endet das Spiel am Ende von dem Einkommen. So, dann als nächstes, was gemacht wird. Jede Gesellschaft hat ja Städte und jede Gesellschaft hat eventuell solche Symbole. So, und jedes Symbol bringt jetzt 100 mal für jeden Spieler, rechnet das selber, mal Anzahl der eigenen Aktien. Es wird also geguckt, New York bringt jetzt diesen Spieler 200. Diesen Spieler bringt es ebenfalls 200 und diesen Spieler, der hat jetzt hier richtig gute Aktien, nämlich schon 2 Aktien, der würde jetzt schon 400 dafür bekommen. So funktioniert das am Ende nochmal für jede Firma. Das wäre jetzt die gelbe Firma, der hat jetzt hier so die Aktienverteilung und dann würde alleine die Stadt New York dieses nochmal bringen. Habe ich natürlich nochmal New Orleans dabei. Dann würde dieser schon 400 machen, dieser schon 400 machen und dieser würde schon 800 an Geld machen. Also man sieht, diese Symbole bringen am Ende nochmal richtig viel Geld. Und dann ist es so, dass dann anschließend alle Spieler das gesamte Bargeld nehmen, es zusammenzählen und wer dann am Ende das meiste Geld hat, der hat gewonnen. Und bei Gleichstand gewinnt dann der Spieler, der in der letzten Runde als erster an der Reihe war. So, das einmal dazu und das war auch schon das ganze Spiel und ja, ich komme gleich mal zu ein, zwei Gedanken zum Spiel. So, ja, ein paar Gedanken noch zu diesem kleinen Spiel. Wie gesagt, ein schnelles, kleines Spiel. Macht Spaß zu spielen, geht schnell. Man ist dann immer wieder schnell dran, man hängt also nicht lange in der Luft, weil man immer wieder dran ist, man muss immer wieder gucken, man ist immer wieder gefragt worden. Das ist schon mal ganz gut. Es ist auch nicht das große Aktienhandelsspiel, dass ich verkaufe, kaufe und so weiter. Das gibt es hier alles nicht. Und wie gesagt, man ist auch frei in der Entscheidung, sehr oft, wie viel man in eine Firma investiert. Manchmal ist es gut mehr, manchmal ist es gut weniger. Wenn die anderen investieren, bitteschön, habe ich halt mehr für mich. Auch nicht schlecht, kann ich wieder mehr Aktien kaufen.
Ja, das ist die Frage. Investiere ich in die Firma? Kann die Firma mehr machen? Investiere ich nicht so viel in die Firma? Kann ich mehr mit Aktien machen? Das muss man zum Schluss dann alles. Oder spezialisiere ich mich auf eine Firma? Gehe ich auf allen Firmen? Das muss man dann echt immer sehr oft dann selber entscheiden. Und wie gesagt, Präsident sein ist auch mal ganz gut. Dann kann ich noch mal ein bisschen mehr Geld machen als die anderen Spieler bei, wenn das nicht aufgeteilt werden kann beim Einkommen. Wie gesagt, ansonsten, viel länger dauert das Spiel auch nicht. Und wie gesagt, die Anleitungen sind sehr gut geschrieben. Das ist wirklich zwar keine großen Beispiele dabei in diesem Fall, aber trotzdem sehr einfach zu lesen. Man liest es durch und das ist dann auch ziemlich klar beschrieben alles. Also es ist wirklich gut gemachte Anleitung, schnelles Spiel. Wenn man noch ein bisschen Zeit hat, kann man es auch mal schnell hinterher spielen. Ist nicht der Brüller, dass man das immer wieder spielen kann, sage ich mal ganz ehrlich. Immer wieder, wird es irgendwann langweilig. Aber so mal schnell als Abhänger, macht es schon wirklich Spaß zu spielen. Ja, das einmal kurz zu diesem Spiel und dann kommen wir, dann wünsche ich euch allen viel Spaß mit dem Spiel und dann bis zum nächsten Mal dann, euer Frank.